Herzlich willkommen zurück. Zurück deswegen, weil wir ja hier im Rahmen von Zugang gestalten, unserer Konferenz zum kulturellen Erbe arbeiten, aber auch willkommen zum wikimedianischen Salon, unserer Veranstaltungsreihe rund um das freie Wissen, das ABC des freien Wissens. Wir gehen das ABC von vorne bis hinten durch und haben heute den Buchstaben W, wie wem gehört die Kunst, zu fassen. Und die jetzt folgende Podiumsrunde ist sozusagen unsere Ausgabe W für den Wikimedianischen Salon. Ich begrüße jetzt zurück aus den Fokusrunden unsere Gäste. Kann ich sie schon sehen? Ich sehe sie jetzt gerade noch. Ja, da sind sie. Diesmal in alphabetischer Reihenfolge der Vornamen. Ich fange an bei Anke Schierholz. Sehen Sie oben links eingeblendet im Bild. Sie ist Justiziarin der Verwertungsgesellschaft Bildkunst. Oben rechts sehen Sie Antje Schmidt vom Hamburgischen Museum für Kunst und Gewerbe, dort Leiterin Digitale Strategie. Und unten in der Mitte Reinhard Altenhöhner, stellvertretender Direktor der Staatsbibliothek zu Berlin. Und alle drei haben jetzt vor diesem Abschnitt ihre jeweilige Fokusrunde geleitet. Und ich möchte starten einfach mit einer allgemeinen Frage an Sie alle. Was war besonders interessant? Und ich frage jetzt als ersten Mal Reinhard Altenhöhner, was war in Ihrer Fokusrunde besonders spannend? Da ging es ja um Anspruch und Wirklichkeit bei den gemeinfreien Werken im Webangebot von öffentlichen Einrichtungen. Herr Altenhöhner. Ja, vielen, vielen Dank. Ich muss mal gucken, dass ich kein Echo höre. So, jetzt geht's. Ich fand spannend, wir hatten eine intensive Diskussion und verschiedene Punkte. Ich habe trotzdem noch ein Echo. Moment, ich muss leider noch mal kurz gucken, woran das liegt. Aber an mir liegt es, glaube ich, nicht. Wir hatten eine spannende Diskussion. Es war von vornherein klar, dass die Gemeinfreiheit sozusagen als Wert überhaupt nicht jetzt kritisch diskutiert wird oder so etwas. Da war sehr klar, dass das ein Grundsatz ist, ein positiver Aspekt, ja vielmehr ein Wert, über den wir reden. Aber in der Anmoderation war ja so ein bisschen provokant die Frage davon, ist die definiert durch die Abwesenheit von Beschränkungen oder ist es tatsächlich ein positiver Wert? Und das ist an manchen Stellen, glaube ich, doch durchgeschieden. Meine Leitfrage war eigentlich, gibt es konkrete Hemmnisse dafür, das, was sich mit der Richtlinie und der Urheberrechtsreform, zweites Paket jetzt oder sozusagen zweite Stufe im nächsten Jahr dann umsetzt? Und in der Tat gibt es solche Hemmnisse. Das sind zum einen mal Finanzierungsstrukturen, haushalterische Strukturen. Und das ist sicherlich nicht nur ein operatives Thema, was sozusagen in einer Einrichtung gehandelt werden muss. Das wurde in der Diskussion sehr deutlich, sondern es ist auch ein politisches Thema. Es geht darum, dass wir an den Punkt kommen müssen, darüber einen bewussten Aushandlungsprozess mit den Unterhaltsträgern auf dieser politischen Ebene zu führen, was es bedeutet, dieses neue Gesetz und diese Richtung, die dem Urheberrecht in Bezug auf die gemeinfreien Werke gegeben wird, wirklich umzusetzen. Das ist also ein Auftrag. Und die Lösung sollte für alle passen. Und das ist auch etwas, wir haben ein sehr schönes Projekt aus Hessen vorgestellt bekommen, wo es sehr unmittelbar darum geht, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen in Gebührenordnung und ähnlich hässlichen Dingen, sehr realen Dingen, dass es darum geht, einen Auftrag zu formulieren, den wir mitnehmen, aus dem wir rausgehen, um dann die gesellschaftliche Verantwortung, die in dem Thema steckt, auch wirklich ernst zu nehmen. Das klingt jetzt ein Stück abstrakt. Ja, es klingt sehr abstrakt. Ich Richtige wollte jetzt gerade Mahunter. nachfragen, Genau, konkrete ja. Hemmnisse. Also, was Sie jetzt beschreiben, klingt so ein bisschen nach einer Erweiterung oder Ergänzung des öffentlichen Auftrags, den ja die Institutionen ohnehin haben. Aber was sind denn da die konkreten Hemmnisse, die da rein müssen oder die da ausgehandelt oder deren Lösung da ausgehandelt werden muss? Können Sie da eins oder zwei nennen? Ja, der konkrete Punkt, Beispiel, sind zum Beispiel Gebührenordnungen, die vorschreiben, dass für bestimmte Digitalisierungsleistungen, Reproduktionsleistungen Gebühren erhoben werden. Und die filtern sich durch oder ziehen sich durch ganz viele öffentliche Einrichtungen, die sowas haben und die ihren Unterhaltsträgern gegenüber rechenschaftspflichtig sind darüber, was sie an Einnahmen hier erzielen. Das radikalste Beispiel ist vielleicht an der Stelle auch die Bildagentur Borschak-Dulz in der Stiftung, die ihren gesamten Stellenfundus aus eigenen Einnahmen heraus unterhalten muss. Und das ist natürlich Genau, eine Dimension, die groß wird, teuer genau, wird. das, also Deswegen die die Aussage, Stiftung, dass wir brauchen.
Entschuldigung, wenn ich Ihnen ins Wort falle, das liegt häufig an dem Ton, der hier versetzt ankommt. Wenn Sie Stiftung sagen, dann meinen Sie natürlich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der auch die Staatsbibliothek gehört. Und genau, die Bildagentur dort macht ja aber ihre Umsätze und ihre Einnahmen letztlich ganz stark auf Basis gemeinfreier Inhalte. Und das heißt, das war für mich immer ein Beispiel auch zu zeigen, man kann auch, wenn Dinge gemeinfrei und rechtefrei sind, immer noch Einnahmen erzielen. Aber wir hatten tatsächlich diesen Punkt auch bei uns in der Runde, den Sie jetzt angesprochen haben. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ich würde jetzt einmal rüber wechseln wollen zu Antje Schmidt und da mal fragen, was war bei euch besonders kontrovers oder wo habt ihr euch besonders nicht einigen können oder was ist besonders stark diskutiert worden einfach? Ja, wir haben jetzt nochmal vor dem Hintergrund auch der erneuten Schließung auch der Museen eigentlich die Chancen für Open Access beleuchten wollten. Also was ist eigentlich dadurch einfacher, wenn man Open Access anwenden kann? Und ja, wie hat das eben dann auch vielleicht in der Krise, wie kann es dazu führen, dass man dann auch Krisen gegenüber resilienter wird? Und das Spannende war eigentlich, dass wir ganz stark aber wieder darauf zurückgekommen sind, was ist denn eigentlich grundsätzlich vielleicht auch auf anderen Ebenen von Openness zu bedenken, im Hinblick zum Beispiel auf technische Infrastrukturen. Was sind da Hemmnisse bei Institutionen, um überhaupt dann in einer Krise zusammenarbeiten zu können? Und ja, da haben wir auch eine schon in vielfältiger Weise Ideen entwickelt, wie man da in Zukunft dem vielleicht entgegenwirken könnte. Und wenn du willst, Hast du kann da ich mal die eine auch direkt Idee? ausführen. Genau. Ja, also Ja, das ist sag doch mal. genau, das zum Beispiel die Frage war, ob man, wir haben jetzt ja viele Förderungen gesehen in der Krise für Kulturinstitutionen, zum Beispiel das Programm Dive-In von der Kulturstiftung des Bundes, was jetzt Mittel bereitstellt, um kurzfristig digitale Angebote zu erstellen, die dann eben auch in Zeiten von Schließungen funktionieren. Und da war für uns so ein bisschen die Frage, inwiefern braucht man aber erstmal eine Infrastruktur, die das eingebunden werden kann, solche Projekte. Und dass die ganz oft eben nicht vorhanden ist bei kleineren Museen, dass die eben nicht einen Blog oder eine Online-Sammlung schon haben. Wie können dann einerseits sozusagen andere große Player solidarisch sich verhalten, um sowas bereitzustellen für andere auch und die sichtbar zu machen? Und auf anderer Seite eben, wie kann dann auch über die Mittelvergabe und ja, politische Regelungen dann vielleicht so etwas geschaffen werden, dass es eine Infrastruktur gibt, die andere nutzen können. Ähnlich wie jetzt ja auch die Idee ist in den Plänen für die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Also wie kann man da vielleicht sogar auch zu etwas kommen, was Tools nachnutzbar macht, die dann auch eben auf Open Access und Open Source basieren. Und habt ihr in dem Zusammenhang auch über die DDB zum Beispiel gesprochen oder die Dinge, die in dem Bereich der nationalen Aggregation von Beständen bereits bestehen? Also ich meine, das würde ja sich Ja, wahrscheinlich anbieten. genau. Und das war eben auch ein Aspekt, dass einerseits eben dann argumentiert wurde, dass insbesondere in kleineren Institutionen da noch die Hürden sehr hoch sind, sich da überhaupt einzubinden. Und zwar, weil dann auch auf der personellen Ebene da es Optimierungsbedarf gibt, damit es überhaupt dazu kommt, dass Digitalisierung und Inventarisierung der Bestände nach interoperablen Standards erfolgen kann. Und wenn wir jetzt sehen, dass ja auch gerade die DDB auch aus dem Programm Neustart Kultur gefördert wird, um zum Beispiel dann bessere Möglichkeiten der Nutzung zu ermöglichen im Hinblick auf
die Suche zum Beispiel, dass man dann eben auch priorisieren kann, qualitätvolle Inhalte angezeigt zu bekommen. Da muss man doch überlegen, ist das denn eigentlich der richtige Hebel oder muss man nicht lieber sehen, wie kann man eine langfristige Förderung und Qualitätssteigerung in den Institutionen selber eigentlich erreichen? Mhm. Das klingt jetzt nach einem Mix, auch wieder aus Kulturpolitik, aber eben auch aus dem ja, aus der operationalen Arbeit oder der Frage, wie resilient, das finde ich einen ganz schönen Ausdruck, auch die einzelnen Häuser sind in solchen Krisenlagen. Frau Schierholz, wir waren ja beide in einer Runde. Wollen Sie vielleicht einmal kurz uns Ihren Eindruck schildern, was Sie am besonders kontroversen fanden oder an besonders spannenden Aspekten bei uns? Also was ich als spannenden Aspekt empfunden habe und was sich jetzt gerade bestätigt, wenn ich höre, was Frau Schmidt und Altenhöhler sagen, ist, dass das viel weniger eine rechtliche Frage ist, als dass da ganz kulturpolitische Aspekte mitschwingen, auch bei der Frage Fotoverbote. Das ist ja in unserer Fokusgruppe so ein bisschen provokant formuliert worden aus der Regelung der Richtlinie, dass Fotografien, einfache Lichtbilder gemeinfreier Werke nicht geschützt sind, folgt meiner Meinung nach nicht, dass Fotoverbote nicht mehr zulässig sind. Da hatten wir uns ein bisschen positioniert. Der Herr Weizmann vertritt da viel stärker den Gedanken, es ist eine allgemeine Zugangsfrage. Wir haben allerdings ganz interessant auch diskutiert, was diese Fotoverbote mit Urheberrecht überhaupt zu tun haben. Ist das wirklich eine urheberrechtliche Frage oder gibt es nicht auch andere Überlegungen, die eine Institution dazu verleiten können, Fotoverbote auszusprechen? Und hatten da ein sehr interessantes Beispiel von einer tiermedizinischen Bibliothek, die einfach nicht möchten, dass die Exponate im Zusammenhang mit, also falsch genutzt werden und im Kontext verändert werden, wenn es dann um größere Forderungen von Tierschutz Tierschutzveranstaltungen geht. Und ich denke, das ist genau der Punkt, den ich auch aufgerufen habe, dass man natürlich als bestandshaltende Institution nicht möchte, dass die eigenen Exponate im Rahmen von, in Kontexten verändert werden, die eigentlich dem Anliegen, dem Bestand schaden, nicht dem Anliegen schaden, sondern dem Bestand schaden. Also Fake News zum Beispiel. Das war zwar ein Stichwort, was bei uns nicht gefallen ist, was mir jetzt so als Überzeichnung nochmal in den Sinn kommt. Genau, ich muss kurz reingehen. Mir wird gesagt, wenn es möglich ist, sollen bitte alle Kopfhörer verwenden oder Headsets. Antje Schmidt hat schon eins auf, aber sind die anderen? Es wurde gesagt, es heilt sehr. Genau, ich kann dazu ja noch mal kurz ergänzen, weil ich ja auch in der Runde war. Tatsächlich passte das jetzt sehr gut auch vom Inhalt her zu unserem Titel, der heute drüber steht, wie wem gehört die Kunst? Weil wir uns ja weit entfernt haben von vom eigentlichen urheberrechtlichen Teil und uns stark um das Hausrecht gekümmert haben. Und das Hausrecht natürlich was Physisches hat, also dieses, das gehört uns, das ist bei uns im Haus. Ah ja, wunderbar, Frau Schierholz hat jetzt auch Headset. Ist es bei Herrn Altenhöhner, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie eins parat? Ah ja, alles klar. Genau, ich hoffe, das wird jetzt besser mit dem Ton. Also wir haben uns tatsächlich sehr nah an diesem Bereich ranbewegt, wem gehört das hier alles und was folgt daraus, dass es einem gehört. Und das war aus meiner Sicht auch der kontroverseste Punkt bei uns in der Runde. Das haben Sie ja eben schon gesagt. Ich würde jetzt
Also ich denke, wir könnten uns jetzt hier alle hinstellen. Das kam auch bei Herrn Altenhöhner und bei Frau Schmidt auch zum Teil durch. Wahrscheinlich könnten wir uns hier alle in eine Reihe stellen und sagen, liebe öffentliche Hand, die du Trägerin der meisten Institutionen bist, über die wir jetzt gesprochen haben, wenn du willst, dass das hier alles frei verfügbar wird, dann musst du das auch irgendwie ausgleichen, dass wir hier keine Einnahmen mehr machen. Kann ich das, also ist das in allen Runden und in allen Diskussionskontexten so vorgekommen? Die Gebührenordnung wurden schon genannt, eben war ein Kommentar, dass es eine Gebührenordnung oder dass es dazu eine Einigung der KMK gibt aus 92, die nie aufgehoben wurde, also dass es da bereits etwas zu geben scheint. Ist das, kann man das so sagen, dass in allen Runden das vorkam, dass es irgendwie ausgeglichen werden muss oder zumindest finanziert sein muss, wenn die Dinge zugänglich gemacht werden. Also bei Ja, uns also war das ganz ganz aus. klar so, Herr Nö. Altenhöhner. Kann man mich hören, wenn ich jetzt spreche? Ja, kann man. Ja. Gut. Nee, bei uns war das auch so, klarer Punkt an der Stelle. Ich wollte nur den Hinweis noch aufgreifen, den Frau Schierholz gegeben hat. Also die Frage, und das wirft den Blick nochmal auf ein anderes Feld, was aber unmittelbar dazugehört. Das ist die Frage der Haltung. Wenn ich darüber nachdenke, ob der Übertritt in die Gemeinfreiheit sozusagen ein Risiko darstellt dafür, dass meine Objekte verändert werden, dass meine Objekte sozusagen der Kontrolle entzogen sind, die ich dadurch habe, dass ich sie hinter einer Schranke vielleicht bisher habe und ich dann starke Anstrengungen unternehme, um das abzusichern, dann hat das ja zwei Seiten. Das eine ist, eine Stabilität zu erzeugen, eine Sicherheit zu erzeugen, die Autorität oder Authentifizierung, Vertrauenswürdigkeit zu schaffen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch die Frage, die dann unmittelbar daran hängt, entlasse ich die Objekte und nehme hin, dass die zum Beispiel verändert werden und dann möglicherweise mit falschen Urheberangaben, und das meine ich jetzt nicht urheberrechtlich und verwertungsrechtlich, im Netz herumschwirren. Diese Spannung war unmittelbar da und wurde sehr kontrovers diskutiert, und zwar dann doch, ich würde mal sagen, überwiegend in die Richtung, wir brauchen hier eine veränderte Haltung, die sagt, wir müssen mutig sein, wir müssen uns trauen, diese Schritte zu gehen. Und das bedingt aber auch, und deswegen sage ich es jetzt eben auch nochmal, dass diese Hemmnisse, die sich dadurch ergeben, dass wir zum Teil eben doch massiv auf Einnahmen angewiesen sind, Haushälter uns hinterherhaken, dass diese Hemmnisse eben ja, aufgelöst werden. Genau, also bei uns war es auch Thema. Und Sie haben das eben sehr schön gesagt, unsere Objekte, das spricht natürlich eine gewisse Gehörensrelation an, dass man sagt, das gehört uns, das ist hier bei uns im Bestand. Und vom gemeinfreien Standpunkt aus gesehen, müssen wir natürlich immer sagen, nein, ihr seid zwar die, die das Ganze bewahren dürfen, aber es ist nicht mehr euers. Es ist nicht insofern euers, als dass ihr den Kontext bestimmen dürftet. Aber ich glaube, da ist sehr viel Kontroverse drin. Und ich wollte jetzt aber eine ganz, also weil das im Raum steht, immer mit den Einnahmen, einfach mal ganz banal in den Raum fragen, das habe ich auch bei uns in der Runde gefragt, ist es denn so, dass wenn die Rechte nicht mehr bestehen, also die Fotorechte in dem Fall sind es ja vor allen Dingen, ist es denn wirklich so, dass man dann keine Einnahmen mehr erzielen kann, dass dieser ganze Einnahmeteil perdu geht, nur weil jetzt an der Stelle kein Schutz nach Paragraph 72 des Urheberrechtsgesetzes mehr besteht? Das scheint mir immer so hingenommen zu werden als, ja, das ist so, aber ist das wirklich so? Also ist tatsächlich jede Einnahmemöglichkeit weg, nur weil es keine Ausschließlichkeitsrechte mehr gibt? Vielleicht darf ich dazu ja nochmal was sagen, Ja. auch im Hinblick auf überhaupt diese Annahme, dass es unbedingt gegenfinanziert werden muss, wenn da eine angenommene Einnahmemöglichkeit dann überhaupt wegfällt, weil wir haben ja mittlerweile einige Studien dazu in der Vergangenheit schon gehabt, die belegen, dass eben dadurch überhaupt nichts wegfällt, weil vorher damit nicht groß etwas generiert wurde. Beziehungsweise, wenn man eben Open Access Policies umsetzt, damit ein viel größerer Wert generiert wird, der sich zum Beispiel auf die Marke bezieht, also dass die Marke ganz enorm gesteigert wird.
die Wahrnehmung der Marke, dass es eben dann in anderen Bereichen zu einer verstärkten Nutzung kommt, die eben einen Impact bedeutet, der vielleicht nicht so einfach ins Monetäre zu übersetzen ist, wie das mit Verkäufen aus Wildlizenzierungen ist. Aber da gibt es ja schon einiges dazu. Und um das nochmal aufzugreifen, auch was genannt wurde mit dem Bildarchiv preußischer Kulturbesitz, dass dort eben dann sich alle selber finanzieren, ja, aber wenn sie es halt eben sozusagen gemeinfrei bereitstellen würden, die Inhalte, dann müsste man vielleicht auch weniger Personen dafür bezahlen, dass sie es halt eben bereitstellen und weitergeben. Also das ist ja so ein bisschen, da beißt sich ja die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Und genau, diese Idee mit dem Grundlegenden der politischen Anstrengung auch ist ja auch etwas dann festzulegen, wenn es sowieso finanziert wird. Wir haben ja dann in Hamburg eben seit 2007 ein Programm, was die Digitalisierung der Bestände finanziert, um eben zu wissen, um welche Werte es sich in den Museen handelt. Und man könnte ja da durchaus davon ausgehen, dass man dann Richtlinien schafft, die da auch Open Access einfach als grundlegend, als Ziel und als Bedingung mit reinnehmen, um Projektförderung zu bekommen. Ja, genau. Das ist ja eine Sache, wofür Wikimedia auch immer streitet, dass wir bei öffentlichen Förderungen standardmäßig dazu kommen, dass dann am Ende die Inhalte auch frei sind, mit Ausnahmen natürlich, das ist nicht immer alles über einen Kamm. Aber ja, ich meine, das Beispiel der Bildagentur, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist schon in vielerlei Hinsicht interessant. Also du hast jetzt gerade gesagt, dass man vielleicht auch weniger Menschen finanzieren müsste, wenn man offener damit umgeht. Ich finde das Beispiel auch ganz interessant deswegen, weil ja offenbar trotz der Unklarheit, die es heute immer noch oder die es bis zum Reiß-Engelhorn-Fall zumindest gab, ob überhaupt Rechte bestehen an den Inhalten, dass trotzdem damit die Einnahmen generiert wurden. Und das wäre jetzt mein Punkt, eben nochmal zu fragen, ist das denn wirklich, fällt das denn alles weg, wenn diese Rechte, wenn die exklusiven Rechte weg sind? Frau Schierholz. Ich glaube, die letzte Frage kann sicher Herr Altenhöhner besser beantworten. Mein Petitum wäre einfach zu sagen, es muss Zwischenschritte geben zwischen ganz frei und ganz geschützt. Und das mich stört so ein bisschen, dass wir so eine Entweder-Oder-Diskussion führen. Und mir wäre im Ganzen viel wohler, wenn wir eine Sowohl-als-auch-Diskussion führen könnten. Okay, das klingt jetzt sehr integrativ. Was meinen Sie mit einer Sowohl-als-auch-Diskussion? Es ist natürlich schon so, dass es, und das hatten wir ja auch angesprochen, es gibt ein Bedürfnis nach qualitativ hochwertigen Abbildungen, und da geht es weniger um die Qualität der Abbildung selber, sondern um die Metadaten, die damit verbunden sind. Und da gibt es dann eben auch und das halte ich für die Forschung für ganz wesentlich, dass man verlässliche Quellen hat. Und in dem Bereich ist das BPK schlicht unübertroffen. Also es gibt sonst keinen zentralen Punkt, wo ich sowohl von der Bildqualität als auch von den Metadaten her vergleichbare gute Vorlagen bekomme, wenn ich was abbilden möchte. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch die zum Teil die eigenen Bestände selber zugänglich machen muss. Das schließt sich ja nicht aus. Wer Nein. sagt denn, dass die Systeme nicht nebeneinander stehen können? Ja, nee, das denke ich auch, dass niemand sagt, dass sich das ausschließt. Es klingt nur immer so ein bisschen so, wenn gesagt wird, oh, jetzt sind diese Bildrechte weg. Genau. Bricht die Bildagentur der SPK zusammen. Das erscheint mir ein bisschen unplausibel. Ich denke auch, es wird eher nebeneinander stehen. Genau, also ich würde das auch sehr unterstreichen, dass es sozusagen kein Schwarz-Weiß da gibt, sondern dass es da um einen Prozess geht. Aber es ist völlig klar, dass im jetzigen Wirtschaftsmodell, dem die Agentur unterliegt, dieses Setzen auf die Einnahmen natürlich einfach auch in den Rahmenbedingungen so drinsteckt. Also ganz konkret im Haushaltsansatz, der dazu führt, dass die Gelder sogar außerhalb eigentlich des regulären Haushalts der Stiftung laufen. Und solche Dinge meine ich durchaus auch.
dass da ein Veränderungsprozess eingeleitet werden muss und dass dass das Schritte sind, die man gehen muss, ist vollkommen klar. Und es ist auch mit Sicherheit so, dass der Service, den Frau Stierholz herausgestellt hat, den die Bildagentur bietet, ein geschätzter Service ist, der auch durchaus Kunden etwas wert ist und sie bereit sind, dafür zu zahlen. Die Bildagentur macht ja auch viele andere Dinge, wie etwa die Aufbereitung, die Zusammenstellung auch im Übrigen von Katalogen. Wir sind eng dran, übrigens auch genau solche Services weiter auszubauen. Aber diese Ausgangssituation erzeugt erst einmal Ängste und erzeugt natürlich den Eindruck, hier bricht etwas weg. Das fällt zusammen mit einer Entwicklung, die insgesamt diesen Agenturbereich auch betrifft, nämlich der, dass die Umsätze, die da erzielt werden, ich sag mal, sowieso sinken. Also insofern sind wir da in einer ganz speziellen Situation sicherlich. Aber der Tenor, den Frau Schierz aufgemacht hat, war ja, wir brauchen da einen Weg, einen Übergang und auch ein Grundverständnis dafür, dass dieser Übergang getrieben werden muss. Die Bildagentur ist ja, wenn man so will, nur ein besonders extremer Fall in dieser Finanzierungsform, aber er betrifft ja eben andere auch. Und in dieser Diskussion ist der Wert, den Frau Schmidt aufgemacht hat, zu Recht der Grundsatzwert sozusagen, der darin steckt, was für ein Mehrwert generiert wird, einer, den ich unglaublich schlecht in so eine Haushaltsdiskussion reinpacken kann. Ja, das wird da einfach nicht gesehen. Ja. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir brauchen so eine Art politischen Auftrag dafür, ein Verständnis dafür. Und das bezieht sich ja zum Beispiel auch auf die Frage, welche Qualität stellen wir als Digitalisat im Rahmen der Gemeinfreiheit zur Verfügung? Welchen Wert hat es, welchen Auftragswert hat es für Einrichtungen wie unsere, dass wir Digitalisate in die Gemeinfreiheit geben? Und das bedingt übrigens auch, das war auch in unserer Fokusgruppe, letzter Punkt, ein Thema, einen sehr bewussten Aushandlungsprozess, nutzernah zu reagieren und nutzernah auch zu überlegen, was wird jetzt eigentlich digitalisiert? Und dann heißt es auch, das geht nicht mehr nur über Projekte, sondern muss ein Auftrag, ein Grundauftrag der Einrichtungen sein. Klammer auf, da wissen wir alle, das ist nicht die Realität. Ja. Genau, und da schließen sich jetzt quasi gleich zwei Kreise an dem, was Sie jetzt gesagt haben zuletzt. Das eine ist diese Datenlage, um sinnvoll darüber sprechen zu können, was sind denn die Werte, die entstehen. Das war genau das, wo, als ich vorhin diese Einleitung machte heute Morgen, wo sich Comunia damals schwer reingeschmissen hat und versucht hat, die Datengrundlage erstmal zu schaffen, um gemeinsam darüber sprechen zu können, was für Werte da entstehen an der Stelle. Das ist der eine Kreis, der sich schließt. Der andere schließt sich so ein bisschen zu unserer Fokusrunde. Wir hatten nämlich ganz am Schluss noch die Diskussion, warum ist denn die Wikipedia-Community und die anderen freien Communities, warum sind die denn so dogmatisch und wollen nur freie Inhalte, die man auch kommerziell nachnutzen kann? Das ist der große Streitpunkt zwischen Frau Schierholz und mir seit Jahren, wo wir nicht so richtig zusammenkommen. Und das schließt sich insofern als quasi das, was die Bildagentur der Stiftung macht, nämlich diese hochaufbereitete, veredelte Art der Content-Lieferung, dass genau das auch etwas ist, was durch freie Inhalte ermöglicht werden soll. Jetzt nicht so sehr in diesem institutionellen Kontext nur, sondern eben überall. Das heißt, freie Inhalte sind nicht so gedacht, dass sie dass es einfach Gratis-Inhalte sind, wie man immer so dieses Unwort vom Gratis-Internet im Mund führt, sondern mit diesen freien Inhalten sollen eben auch solche Modelle wie Mehrwert generieren durch Metadaten, Mehrwert generieren durch die Qualität und die Auswahl dahinter, das soll alles ermöglicht werden. Insofern schließt sich da so ein weiterer Kreis der Argumentation, was jetzt nicht heißt, dass alle alten Modelle und ich zähle dann auch zum Beispiel das spendenbasierte Modell, das auf dem wir hier basieren, dazu, dass die jetzt alle ungültig werden. Im Chat wurden noch Dinge reingeschmissen, die ich kurz nennen will. Also erst nochmal das von der KMK mit den Gebühren für Museen, die auch von Nutzungsentgelten für gemeinfreie Werke ausgehen. Also ist das, ich weiß nicht, ob Sie das besprochen hatten, Herr Altenhöhner, in Ihrer Runde, aber da scheint es eine ungeänderte Regelung seit 1992 zu geben, wo vorgesehen ist, dass man auch mit diesen Inhalten Geld verdient. Das wäre natürlich etwas, was man zumindest angucken müsste. Aus meiner Sicht, wie gesagt, kann man nach wie vor auch mit gemeinfreien Inhalten Geld und Einnahmen generieren. Aber es ist eine andere Art von Geschäftsmodell. Dann wurde noch gesagt, an die Museen gerichtet, also jetzt hier konkret an Antje Schmidt und an Herrn Altenhöhner, dass in der Deutschen Digitalen Bibliothek, die hatte ich ja vorhin schon genannt, keine Permanent Identifier benutzt würden und dass es dadurch einen Friedhof toter Hyperlinks geben werde in Zukunft. Ich weiß nicht,
Frau Schmidt, habt ihr das besprochen in eurer Runde, dass das auch Teil der Infrastrukturen ist, die fehlen, oder ging das nicht so detailliert? Also das war tatsächlich was, was wir auch besprochen haben, dass das eben Grundlage sein muss bei der Digitalisierung und Bereitstellung von Kulturerbe auch nach eben interoperablen Datenstandards oder dem sogenannten Fair Data Prinzip da auch vorzugehen. Und das ist ja dann eben genau die Frage, wenn man öffentlich finanzierte Inhalte hat, die dann vermarktet werden, inwiefern das dann da gegeben ist oder wie man da dann auf eine Zusammenarbeit und Stufe kommen kann. Weil wenn Frau Schierholz auf der anderen Seite sagt, ja, BPK ist da unübertroffen, was die qualitätvolle Bereitstellung angeht, dann ist es ja etwas, was man sich dann eben auch in anderen Kontexten, zum Beispiel eben in der DDB, gut vorstellen kann. Warum nicht die gleiche Qualität, die man einerseits in der Vermarktungsgesellschaft hat, dort auch zulassen, wenn es sozusagen der Mehrwert ist, dass man das bereitstellt und Dazu hat sich sozusagen. tatsächlich auch die BPK selbst zu Wort gemeldet hier bei uns im Chat und sagt dazu, kommerzielle Nutzer wollen nicht auf Hunderten von Museumsseiten nach qualitativ hochwertigen und rechtlich abgesicherten Bildern suchen. Das ist viel zu zeit- und kostenaufwendig und das wird ihnen als Bildagentur immer wieder kommuniziert und deswegen wird diese Plattform so stark genutzt. Das ist natürlich das. Das ist in a nutshell sozusagen der Mehrwert, der da generiert wird. Und natürlich, ich glaube, niemand hätte etwas dagegen, wenn das in anderen Bereichen auch möglich wäre, dass man solche Strukturen schafft. Die Frage ist nur, wie schafft man sie? Also man wird sie nicht einfach schaffen, indem man das als politisches Ziel ausgibt und da nichts tut, sondern da wäre jetzt nochmal vielleicht in die Runde die Frage, was ja auch bei Herrn Altenhöhner anklang, diese ganzen Hemmnisse, die da gesammelt wurden, zu beseitigen. Was wären denn die Hemmnisse, die man beseitigen müsste, um solche zentralen Strukturen, die das Finden erleichtern, die einen Mehrwert bieten, die diesen Wert der Gemeinfreiheit natürlich dann auch realisierbar machen, um die zu schaffen? Was sind da die Ideen gewesen oder was könnten wir hier sozusagen ein bisschen näher beleuchten? Ich würde ja gerne noch mal ganz kurz auf den Punkt von eben eingehen, aber dann gerne auch dazu. Also der erste war da konkret die Frage nach Identifying in der DDB. Bei uns war es auch ein Thema. Stichwort Referenzierbarkeit von solchen digitalen Objekten. Die DDB funktioniert ja noch immer weitgehend als ein Linking-Dienst sozusagen, der nur Vorschaubilder hat und dann auf die Originale, die Derivate bei den Produzenten verweist. Und die haben in der Regel Identifier. Aber dass das da eine stringentere Struktur braucht, ganz sicherlich. Da wäre ich sehr dafür. Das Zweite, das, was die Agentur tut, nochmal, ist ja damit auch all das, was in einer gemeinfreien Welt, wo all diese Objekte gemeinfrei zur Verfügung stünden, durchaus auch passieren könnte. Dann stellen sich andere Fragen, nämlich muss das eine öffentliche Einrichtung sein, die diese Dienste übernimmt? Aber das würde ja in dem Prinzip auch kommerzieller Nachnutzung von solchen Inhalten oder Aufbau eines Dienstes aufgrund gemeinfreier Inhalte durchaus stecken. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, was Sie mit Ihrer Frage jetzt auch aufmachen. Ist es dann ein Auftrag der öffentlichen Einrichtungen, der Kulturerbeeinrichtungen, übergreifende, qualitätsverbessernde Strukturen für eine Recherche, für die verbindliche Zitation, für die Ausarbeitung, für die Bereitstellung von Werkzeugen zu bauen? Ich denke, da gibt es auch mit der NFDI eine Antwort, die da heißt, ja, das ist so. Aber wie weit das reicht und wie explizit dieser Auftrag auch wirklich in die Einrichtungen gegeben wird, und zwar in die Gesamtheit der Einrichtungen, auch spartenübergreifend. Wir haben ja oft mit spartenspezifischen Themen da zu tun. Das ist durchaus noch offen. Ich vermute, dass das Ganze durchaus auch weiter in Konkurrenz und mit und gegeneinander zum Teil passiert. Aber dass wir durch solche Strukturen wie die NFDI schon in Schritten zu einer Verbesserung kommen. Ich sage einfach kurz auch noch, die NFD for Culture, gerade im non-textuellen Bereich, ist ja eine, die gefördert wird. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir gerade loslegen. Genau, also wir kommen ja an dem Punkt, wo wir uns fragen, muss denn das eine öffentliche Einrichtung sein und wie weit müssen das öffentliche Einrichtungen machen? Da kommen wir ja sogar in den Bereich des Wettbewerbsrechts und solche Dinge. Das heißt, das wird eine recht komplexe Diskussion, wenn wir dann da starten. Jetzt Frau Schierholz dazu direkt. Also das mit dem Wettbewerbsrecht, das finde ich jetzt hier ein schwieriges Argument, weil also ich finde, Kulturinstitutionen und ihre Aufgaben
zu besprechen und dann zu sagen, es gibt ein ganzes Bündel von Aufgaben, aber wir kommen in wettbewerbsrechtliche Fragestellungen, dann sind wir wieder in dieser Ökonomisierung der Kultur. Es geht, das ist ja auch das, was Frau Schmidt gesagt hat, der Mehrwert. Der Mehrwert ist im Zweifel kein ökonomisch messbarer. Und wenn es darum geht, dass man eine Interoperabilität und einheitliche Suchstandards und sowas festlegt, denn ich glaube, das ist das, was, das ist außerhalb des klassischen Bibliothekswesens einfach kein einheitliches System zur Erfassung von Inhalten gibt, was so eindeutig international funktioniert und wo man so eindeutig aus ein paar Stichworten das Sammlungsobjekt identifizieren kann. Da denke ich schon. Ja, aber die sind sehr repertoirespezifisch und sie werden nicht von allen einheitlich angewendet. Also es scheint durchaus nicht so zu sein, dass alle Häuser, die schon durchgehend oder weitgehend digitalisiert haben, die gleichen Metadatenstrukturen verwenden. Und auch Standortbestimmungen und sowas. Und ich denke, sowas muss natürlich schon von der öffentlichen Hand entwickelt werden und oder von den Institutionen in Zusammenarbeit und nicht, dass sowas sollte nicht aus der Privatwirtschaft kommen, weil das ist ja wirklich eine öffentliche Aufgabe, die auch finanziert werden muss. Es gibt noch eine weitere Dimension. Es gibt ja nicht nur die öffentliche Seite und die Privatwirtschaft, sondern ich erinnere an das riesige Projekt Wikidata, wo genau solche Dinge wie Datenschemata und Metadatenstandards von einer Community entwickelt werden und auch von einer weltweit zusammenarbeiten. Denn ich möchte das nur noch mal daneben stellen, dass wir nicht nur immer den öffentlichen Bereich sehen und den privatrechtlichen oder privatwirtschaftlichen, sondern dass es eben auch eine zivilgesellschaftliche Dimension gibt. Aber ansonsten kein Widerspruch an der Stelle. Wir haben tatsächlich jetzt noch mal seitens der SPK, der BPK, so rum, nochmal den Einwurf, dass tatsächlich jetzt die Erwartung ist, dass aufgrund der Gemeinfreiheit der Digitalisate nur noch Servicegebühren erhoben werden können und die Nutzer natürlich dann die bildliche Vorlage letztlich beliebig weiterverwenden können, weil eben kein Fotorecht mehr drauf ist und dass das die Einnahmen stark minimieren werde. Und darauf wurde dann geantwortet, dass gemeinsam mit Frau Grütters im Zweifel dann vielleicht der Auftrag derjenigen, die das Ganze jetzt in dieser Form, in Form der Bildagentur eher kommerziell betreiben, dann vielleicht in eine Einrichtung des öffentlichen Rechts überführt werden müsste, womit wir dann wieder raus wären aus diesem Zwittertum, weil ich glaube, die Tatsache, dass wir hier über das Wettbewerbsrecht zumindest reden könnten, was ich jetzt gar nicht machen will, das steht schon im Raum, weil die BPK sich einfach auf einem Markt bewegt, wie andere Bildagenturen auch. Und da muss man dann über diese Fragen sprechen. Und ich glaube, es bringt auch wenig, das sozusagen als IGIT irgendwie zur Seite zu legen. Ich weiß, das war nicht die Intention, aber wenn wir in diesem ganzen Wertediskurs sind, was schafft das für Werte, dann kommt man eben leider immer wieder in diese Richtung auch mit rein. Darf ich nochmal anknüpfen an die Werte? Also wenn wir eben dabei sind, das zu überlegen, was ist denn eigentlich wirklich der Kernauftrag denn der Institutionen? Gerade jetzt, wenn wir in der Situation sind, dass sie durch die Pandemie vielleicht geschlossen sind, also sich im Digitalen zeigen und dort stattfinden, dann ist es ja doch dann die Überlegung, ob man sich nicht bei den Förderungen, die jetzt da im Raum stehen, die dankenswerterweise ja stattfinden aus den Programmen wie Dive In oder Neustadt Kultur, was ist da denn dann sozusagen die Nachhaltigkeit und der Mehrwert der Produkte, die da entstehen? Und wenn wir sozusagen immer bei den bei der Förderung von Digitalisierung, von Digitalisaten dann dahin gehen, dass dadurch Einnahmen erzielt werden. Weil diese Frage wird dann interessanterweise bei den Produktförderungen oder Projektförderungen im Digitalen, die ja auf diesen digitalisierten Objekten
eigentlich basiert, nicht gestellt. Das finde ich doch eine ganz interessante Diskrepanz. Und woher könnte die kommen, die Diskrepanz? Also was kann der Grund sein, dass das an der einen Stelle gefragt wird und an der anderen nicht? Ja, weil ich glaube, dass es viel mehr als an den Einnahmen doch an der an dem Festhalten an der Deutungshoheit hängt. Ich meine, das hat ja Frau Schierholz auch vielleicht so ein bisschen bestätigt mit immer wieder diesen Fragen. Also ich meine, wir sprechen da ja schon seit Jahren drüber und immer wieder diese Frage, was kann dann Schlimmes passieren, wenn ich das Digitalisat in die Gemeinfreiheit wirklich gebe, was ja dann eben glücklicherweise jetzt dann auch rechtlich so umgesetzt werden muss, dass man da doch die Sorge hat, in welchen Kontexten etwas auftauchen kann, was dann passieren kann. Aber das, was wir ja auch schon lange sehen, ist, wenn wir jetzt nicht den Mut haben, eben auch da reinzugehen und zu sagen, ja, wir trauen uns das jetzt, dann werden wir halt eben auch in der ganzen Relevanzdiskussion letztlich zurückfallen, weil wir dann unsere Versprechen, die wir ja auch als öffentliche Institutionen machen, wie Teilhabe und Partizipation, nicht einhalten können, weil wir dann eben da nur in Worthülsen eigentlich verharren können. Und ja, ich glaube vor allen Dingen, wir sind jetzt insgesamt bei diesen Bauchthemen angelangt, wie ich sie nennen will. Und zwar genau das mit der Deutungshoheit ist das eine. Und wir hatten bei uns in der Fokusrunde auch ein ganz starkes Gefühl an verschiedenen Stellen, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, von Kontextkontrolle. Einfach zu sagen, wir möchten gerne weiterhin möglichst weitgehend kontrollieren, in welchem Kontext die Dinge verwendet werden. Und man kann das jetzt unter Deutungshoheit diskutieren. Ich würde es diskutieren unter der Frage des Mandats. Und man ist dann am Ende immer wieder beim öffentlichen Auftrag, der jetzt eben auch genannt wurde. Das heißt, die Frage, was für eine Kontrolle, für eine wie weitreichende Kontrolle folgt denn überhaupt ernsthaft und gut vertretbar aus dem öffentlichen Auftrag? Und da würde ich mich auch interessieren, wie ihr das als Museum in Hamburg, ihr habt ja auch, glaube ich, eine sehr diverse Sammlung, also eine sehr breit gefächerten Bestand. Hat sich das vielleicht auch entwickelt über die Zeit, wie dieses Mandat oder diese Deutungshoheit oder das, wem gehört das hier eigentlich alles, wie auch immer man das nennen will, wie sich das entwickelt hat? Gab es da eine Entwicklung oder ist es eigentlich noch so wie vor Jahren? Nein, da gab es eine ganz starke Entwicklung von dem Staat eigentlich, wo wir in unseren eigenen internen Sammlungsdatenbanken noch nicht mal alles ansichtig hatten für alle, sondern dass nach Sammlung getrennt war, wer da welche Objekte überhaupt sehen durfte von den anderen Kuratoren und Mitarbeitern, bis hin dazu, dass wir ja zu einer Open Access Policy gekommen sind 2015, dass wir eben die gemeinfreien Objekte auch so weitergeben wollen. Jetzt dazu, dass wir auch Teilhabe ermöglichen möchten an Perspektiven auf diese Objekte, die ja zum Teil auch aus Herkunftsgesellschaften kommen, eben außereuropäischen, die aber durch die Arbeit der Dokumentation mit einem eurozentrischen Blick überhaupt nicht abgebildet werden können, dass man das eigentlich öffnet, diese auch was die Metadateninformationsanreicherung angeht. Und auch noch ein anderer Aspekt, der da jetzt in diesem Kontext ja auch dann verhandelt werden muss, meiner Meinung nach, ist denn das, was wir jetzt aus unserem europäischen Anspruch heraus als gemeinfrei ansehen, einfach auch dann letztlich so weiterzugeben, wenn wir damit vielleicht andere Werte, moralische Rechte verletzen. Also da gibt es ja Beispiele auch aus Neuseeland zum Beispiel. Ja. Auckland Museum ist da ein ganz großer Vorreiter, dass die eben da mit den Communities für die Objekte aus diesen Bereichen andere Bedingungen ausgehandelt haben, als die sie sonst eben als Open by Default einsetzen. Ja, wir haben diesen Aspekt leider bei uns in der Runde mit den Fotoverboten gar nicht mehr gestreift, weil wir die Zeit nicht mehr hatten. Aber es ist in der Tat natürlich so, man geht dann doch wieder von so einem Eurozentrismus aus, auch beim Konzept der Gemeinfreiheit.
Aber nochmal zu dem zur Wandlung oder vielleicht auch ja, der Sichtweise aufs eigene Mandat. Da würde mich auch interessieren, bei Herrn Altenhöhner, wie ist es bei so einer riesigen Einrichtung wie der SPK? Ist da Bewegung drin oder ist man da noch am Anfang? Wo steht da der Prozess bei der Frage? Also Sie haben es ja eben auch gesagt, da müssen wir an die, also müssen wir eine Aushandlung beginnen. Findet die Ja. statt und wenn ja, wie findet die statt innerhalb der SPK? Ja, ich glaube, die findet permanent statt. Ich meine, wir sind da immer wieder zwischen dieser Ambiguität zwischen Druck, Kontrolle, Zwang, Vorschrift einerseits und dem sehr bewussten und wertschätzenden Eintreten für diese Entwicklungen. Ich mache es an diesem Thema fest, was wir eben hatten, nicht? Also wenn Förderer stark darauf drängen, dass das, was in Digitalisierungsprojekten dann in die Gemeinfreiheit gegeben wird und das auch in hoher Qualität, was ich nach wie vor für ganz, ganz wichtig halte, dann ist das natürlich erstmal eine Auflage, ein Zwang, ja? Eigentlich sollte es so sein, dass die Einrichtungen selbst sagen, wir wollen das in diese Qualität hineinbringen, wir wollen es in die Gemeinfreiheit geben. Und das ist aber ein Prozess. Also ich glaube, wenn man von Entwicklung spricht, muss man immer mitdenken, Frau Schmidt hat von Entwicklung gesprochen, dass das ein ständig laufender Prozess ist, der für mich ganz hohem Maße auch natürlich reflektiert, dass sich die Gesellschaft verändert, die jetzt gerade natürlich auch sehr stark auf der Probe steht. Die Sicht darauf, was derjenige ist, der diejenige ist, die in ein Museum, in eine Bibliothek kommt, hat sich stark verändert. Und ich glaube, da kommt natürlich auch die digitale Transformation ganz massiv mit hinein, weil die in vielem klassische hierarchische Strukturen einfach aufhebt und ein ganz unmittelbares Miteinander ermöglicht. Dass das viel Kampf ist und viel Veränderung, ist klar, aber es ist am Ende etwas, was durchaus Veränderungsmanagement bedeutet. Und genau auch so eine große Organisation wie die Stiftung ist mittendrin in diesem Prozess. Und da mag manches dann auch noch durch äußere Hemmnisse durchaus erschwerter vonstatten gehen. Aber genau diese Diskussion, genau diese Debatten auf eine andere Sicht darauf, was diese Deutungshoheit oder die positiv gesprochen Verantwortung für die Objekte beinhaltet, die läuft eigentlich permanent und kontinuierlich. Und ich glaube, dass da ein großer Mainstream-Wandel im Gang ist. Der wird möglicherweise aber noch dauern. Und es wäre deswegen gerade gut, wenn man formale, äußere Hemmnisse eben stark weghebt. Der aktuelle rechtliche Schritt ist der eine. Das, was wir vorhin besprochen haben, ist vielleicht aber auch ein ganz wichtiger anderer, damit gerade die Resilienzmomente in diesem kritischen Bereich sich nicht so stark an diesen Themen auch festhalten, ja? Denn am Ende ist es natürlich auch etwas, was schnell eine Vorwandargumentation wird. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ist insofern schon gesagt, aber Sie haben natürlich innerhalb der SPK einerseits die riesige Struktur, die vielleicht langsamer ist oder komplexer arbeiten muss oder wie auch immer. Aber natürlich ist auch das ein Faktor, dass die Bestände, die Museen in Berlin, also auch gerade die Dinge, die aus der Zeit des Kolonialismus stammen, wahrscheinlich auch ein Antrieb sind, der SPK besonders viel, ja, besonders viel Energie erzeugt, sich damit zu beschäftigen, weil eben dadurch durchaus einige problematische auch Deutungen in der Vergangenheit gemacht wurden mit den eigenen Beständen, was andere vielleicht so nicht haben. Insofern ist Ja. wahrscheinlich beides, sind beides Faktoren. Und für uns ein positiver Aspekt natürlich auch, dass wir in der Struktur, in der wir sind, eben auch spartenübergreifend arbeiten können. Das heißt, Frau Fierholz hat vorhin mal so schön gesagt, klassische Bibliothekssysteme, ich glaube, die Museen sind weiter, als Sie es vorhin charakterisiert haben, aber klassische Bibliothekssysteme, geordnete Strukturen, eine klare Sicht auf eine Notwendigkeit für die Interoperabilität von Daten und Austauschbarkeit, das ist das eine positive Merkmal einfach, Erfahrung da zusammen mit dem fundierten Wissen von Provenienzforscherinnen und Forschern, die da bei uns arbeiten können. Also das mischt sich da sehr gut, dass wir da vielleicht manchmal einen späten Start haben. Das ist mit Sicherheit so. Aber das mischt sich, glaube ich, gut und ist auch eine Chance, das jetzt wirklich zu tun. Und dieses Thema, dass man mit, ich sag mal, schwierigen, also wirklich unter moralischen Gesichtspunkten schwierigen Inhalten zu tun hat, erleben wir gerade intensiv bei der übergreifenden Herantastung an den Nachlass von Leni Riefenstahl. Ja, das ist sozusagen auf den Punkt gebracht. Viele der Probleme, die gerade benannt wurden. Also wir sind da sehr unmittelbar dran. Ich will noch Ja, eine und Sache darf. reinwerfen. Ja, nochmal, habe ich ihn wen abgeschnitten? Wer war es? Entschuldigung, ich habe gar nicht geguckt. Frau Schierholz? Ach nee, nochmal Frau Schmidt, Ja, ja. ich würde gerne nochmal die Chance nutzen, vielleicht auch dazu einzuladen, dass wir dann auch in unserer Diskussion und
dem Ansatz, wen wir dann auch zu dieser Diskussion einladen, vielleicht offener werden, weil ich weiß nicht, wie oft wir drei jetzt in dieser Form oder in anderer schon auf Panels zu diesem Thema waren und dazu eine Meinung kundtun durften, aber es gibt so viel interessante kleine Häuser, die neue Wege beschritten haben, die schon Open Access Policies zum Beispiel umgesetzt haben oder eben mittlere oder auch größere, oder es gibt eben genau viele kleinere Häuser, die halt eben diese Herausforderungen sehen, und das fände ich wichtig, dass wir denen auch noch mehr Platz und Stimmen geben, dann das auch darzustellen, weil das ja natürlich eben immer nur an den Großen so oder beziehungsweise an denen, die da schon Sachen in die eine oder andere Richtung umgesetzt haben, lang zu fahren, das bringt uns, glaube ich, langfristig auch nicht weiter. Nee, es muss in die Breite gehen, und ich kann an der Stelle vielleicht, wenn es jetzt eh zur Sprache kommt, nochmal einen kleinen Werbeblock einfügen. Und zwar bemüht sich Wikimedia ja seit Jahren mit dem Projekt Glamour Tour darum, zumindest den Teil, der mit den Wikimedia-Projekten zusammenhängt, also die Arbeit mit freien Inhalten, wirklich in die Häuser zu bringen, auch in die kleinen, und dann eine Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen zu ermöglichen. Das ist also eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt und die auch deswegen wirklich stark betrieben wird. Und das ist genau der Grund, weil was du eben gesagt hast, dass man eben nicht nur an die Großen denkt und immer an die Multiplikatoren, sondern eben auch an die Breite denkt. Ich habe noch eine Sache aus dem Chat einzufügen, und zwar ging es da jetzt nochmal um diese formellen Hemmnisse, die auch Reinhard Altenhöhner eben genannt hat. Nochmal die Finanzierung, da ist der Vorschlag, langfristig in eine Art Querfinanzierung zu kommen, also Kulturerbeeinrichtungen mit neuen Publika, also mit neuen Zielgruppen, die man erreicht, auf vielen Ebenen in eine Art Querfinanzierung zu kommen und da mehr institutionelle Fantasie walten zu lassen. Das wird auch angeregt. Notfalls dann irgendwie alles über Stiftungen zu machen, das müsste man schauen, was da geht. Genau, aber das sind letztlich, das ist, glaube ich, gut zusammengefasst zu sagen, dass es einerseits diese formellen Hindernisse gibt, diese kleineren, bis hin zur Finanzierung, die immer ein großes Problem ist, und dann aber auch dieses Selbstverständnis und die Haltung und die Wahrnehmung des eigenen Mandats oder der Verantwortung für das kulturelle Erbe, da eben auch ranzugehen. Wir haben ja auch dieses Jahr viel präsentiert hier zu Beginn der Konferenz. Vielleicht ist das auch das ein oder andere, woran man sich was abschauen kann. Das nur noch als Hinweis dazu. Frau Schierholz. Ja, ich wollte jetzt sozusagen eher in Form eines Schlussstatements nochmal kurz, ich meine, ich sitze ja auf diesem Podium, wem gehört die Kunst? Weil ja von mir doch, glaube ich, erwartet wird, dass ich die traute Einheit störe. Und ja, das wäre jetzt, wir können das tatsächlich wie eine Abschlussrunde machen. Das wäre nämlich jetzt meine Schlussfrage an Sie alle. Wem gehört denn die Kunst jetzt? Und jetzt bitte, Frau Schierholz, Sie haben das Wort. Ja. Also, ich denke, da muss man deutlich unterscheiden zwischen der Kunst in ihrer Erscheinungsform, in Form von bestimmten Werken, die geschützt sind oder nicht geschützt sind. Und daran hängen Rechte, aber es gäbe keine Institutionen, wenn es nicht diejenigen gäbe, die diese Sachen einst geschaffen haben. Also alles oder das Allermeiste, was gesammelt wird in Bibliotheken, in Archiven, ist erstmal einem kreativen Kopf entsprungen, und der musste davon seine Miete zahlen. Deswegen bei dieser ganzen Finanzierungsdebatte, auch die Künstler, auch die Urheber müssen ihr Geld bekommen. Alles frei zugänglich zu machen, kann nicht heißen, es darf auf gar keinen Fall etwas kosten. Es muss in dieser ganzen Finanzierungsdebatte auch mitbedacht werden. Da, wo Rechte bestehen, müssen die auch adäquat abgegolten werden. Ja, das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Herr Altenhöhner, wollen Sie weitermachen? Wem gehört die Kunst? Sie gehört natürlich allen. Ich denke, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, und den hat Frau Schierholz ja auch gar nicht widersprochen. Also sie, das voraussetzend, was Frau Schierholz gesagt hat, ist das, was
in Bibliotheken, Archiven, Museen, in Glam-Einrichtungen generell zusammengetragen wurde. Archiv von uns allen, es gehört letztlich der Gesellschaft und insofern ist auch das, was unter Kunst da zu verstehen ist, natürlich ein Teil von uns allen. Und das, was jetzt sich so ein Stück weit mit der Novelle fügt, ist natürlich etwas, was eine große Verantwortung zu übertragen, wenn man so will, auch bedeutet. Es ist letztlich der erste Schritt dahin, einen wirklich expliziten Auftrag im Kontext der digitalen Transformation zu formulieren. Insofern finde ich das spannend, aber ich glaube gleichzeitig auch, es wird lange, lange dauern. Es ist ein Prozess, der mit ganz vielen anderen Veränderungen in den Einrichtungen auch zu tun hat und der bis in die Strukturen reingeht, bis in die Haltung, die Arbeitshaltung auch hineinreicht. Und ich hoffe, dass wir alle die Traute haben, das auch zu tun. Ganz kleiner Aspekt noch zu den Großen und den Kleinen. Also die Kleinen haben viele Chancen und Vorteile, sage ich mal, auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Die Großen gelten sowieso immer als ausfinanziert. Und das macht es dann manchmal ganz einfach, sie dann auch wieder draußen zu lassen. Also man guckt mehr auf sie, aber es ist beileibe leider nicht so, dass die Großen jetzt mal per se gut dastehen. Insofern kämpfen die auch. Es funktioniert aber letztlich nur im Joint Venture. Ich denke, Museum 4.0 zeigt auch, wie gut sehr unterschiedliche Arten, Sorten zusammenarbeiten können. Ja, das denke ich, ist auch rausgekommen. Die Traute, Antje Schmidt, haben wir die Traute? Habt ihr die Traute? Wer hat die Traute? Wem gehört die Kunst? Ich habe das leider gerade wirklich kaum verstanden. Das letzte Abschlussstatement irgendwie war die Internetverbindung scheinbar nicht ausreichend. Oh, und da sind wir vielleicht ja auch schon bei den Grundbedingungen, die dafür da sein müssen, um sozusagen ja diese Dinge weiter voranzubringen, dass wir da eben Infrastrukturen brauchen, die technisch und personell so ausgestattet sind, dass alles, was wir uns dann in Zukunft im digitalen Bereich denken wollen und können, um da auch erfolgreich zu sein, weil das ist ja etwas, was wir dann nur können, nicht nur, weil wir Objekte haben, sondern weil wir vor allen Dingen ein Publikum haben, das da ein Interesse dran hat, dass wir da die Grundlagen haben, um das umsetzen zu können. Und eine ganz wichtige Grundlage ist ja dann eben die Urheberrechtsnovelle, dass wir eben da auf breiter Ebene dann daran gehen können, das, was eben uns allen gehört, nämlich eben die gemeinfreien Werke, die wir bewahren dürfen, auch im digitalen Raum in gleicher Art und Weise zugänglich zu machen, wie das eben auch dem durch das Urheberrecht dann sonst gegeben wäre. Und dass wir natürlich auch kein Objekt, was jetzt urheberrechtlich noch geschützt ist, einfach so frei verfügbar machen und zur Nachnutzung bereitstellen. Das ist ja vielleicht nochmal zu betonen. Weiß man eh, ja. Ja, aber das fällt mir immer wieder auf, dass diese Diskussion doch noch nicht so weit ist, dass es immer allen klar ist, in breiter Ebene jedenfalls noch nicht. Und das wäre vielleicht nochmal wichtig zu betonen, dass wir uns ja jetzt, also ich meine, was trauen wir uns jetzt? Ja, das ist ja vielleicht eben weiter drüber nachzudenken, wie das eigentlich von außen bewertet wird. Das sollten wir uns vielleicht trauen, ob das wirklich für die Gesellschaft, was da relevant ist und wichtig ist und was einen Mehrwert wirklich hat. Jetzt ist das Wort gefallen, endlich, nämlich die Gesellschaft. Ich wollte die ganze Zeit darauf hinaus, dass das letztlich allen gehört, das heißt die Kunst. Ich wollte als Schlusswort vielleicht noch allen mitgeben, nochmal die Erkenntnis, die sich vielleicht jetzt auch anhand dieser Gesetzesänderung durchzieht, dass das Gemeinfreie eigentlich die Regel ist und der exklusive Schutz von Dingen die zeitlich begrenzte Ausnahme und dass das auch gut so ist. Und ich hoffe, dass wir die Diskussion an dieser Stelle weiterführen können. Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren drei Gästen, bei Anke Schierholz, bei Antje Schmidt und bei Reinhard Altenhöhner. Vielen, vielen Dank auch für das Leiten der Fokusrunden. Also es war ja wirklich keine simple Panel-Teilnahme heute, sondern das war sozusagen Panel-Teilnahme Deluxe.